In diesem Video erhalten Sie einen kleinen Überblick über Business Central. Und zwar erwartet Sie zum einen die Oberfläche selbst, das heißt, wie sieht denn so ein Rollencenter aus, wie sehen die Masken aus, wie können Sie in den Masken navigieren, wie können Sie sich weiteres Infos anzeigen, wie sieht beispielsweise die Hilfe aus oder auch, wie können Sie denn Daten suchen und finden, wie können Sie Daten filtern und wie können Sie größere Datenmengen in Excel bearbeiten und wieder importieren. Sie sehen hier die Oberfläche eines Geschäftsführers. Es gibt im Business Central so circa 20 Standardrollen und jede Rolle ist auf eine Benutzergruppe zugeschnitten. Das heißt, es macht die Arbeit des Mitarbeiters effizienter. In der Rolle des Geschäftsführers sehen wir hier oben in der Leiste die verschiedenen Module, auf die er Zugriff erhält. Und in dem mittleren Bereich werden normalerweise Hinweise angezeigt. Und da wir hier in einer neuen Datenbank stehen, schlägt das System vor, als allererstes mal eine Erkundungstour durchzuführen. Und mit dieser Erkundungstour wird der Mitarbeiter durch das System geführt. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise den ersten Schritt starten, schlägt das System mithilfe dieser Pop-ups kleine Schulungsthemen vor, die ich mir als Benutzer anschauen kann. In dem Aktivitätenbereich, das es auch in jedem Rollencenter gibt, werden wichtige Zahlen angezeigt. Also in diesem Fall sehen wir hier den Umsatz des aktuellen Monats. Wir sehen die überfälligen Verkaufsrechnungen oder auch die überfälligen Einkaufsrechnungen. Und Sie sehen, dass sich der Mauszeiger verändert und dass ich hier in die Daten schauen kann, durch die diese Zahl errechnet worden ist. Scrollen wir ein bisschen weiter runter, dann sehen wir hier unten die Informationen in Form von Kacheln. Das heißt, es sind verschiedene Tabellen im Hintergrund und aus diesen Tabellen werden Ihnen Informationen angezeigt. Das heißt, im Verkauf gibt es aktuell 12 Angebote. Es gibt 37 Verkaufsaufträge und es sind 8 Rechnungen, die aktuell in der Erstellung sind, aber noch nicht verbucht wurden. Die gleichen Informationen gibt es auch für den Einkauf und wir sehen, dass hier im Bereich der Zahlungen eine Zahlung bereits eröffnet wurde, aber noch nicht verbucht wurde und dass 41 Rechnungen für Kunden ausstehen, die dringend mal bezahlt werden sollten. Wenn wir noch weiter runtergehen, dann bekommen wir weitere Informationen aus dem System. Sie sehen hier zum Beispiel, dass ich den Shopify Connector aktiviert habe. Das heißt, Bestellungen aus dem Webshop werden automatisch im Business Central verarbeitet und Artikel aus dem Business Central werden automatisiert an den Webshop versendet. Hier im unteren Bereich sehen Sie, dass Business Central auch Grafik kann. Das heißt, die linke Grafik kommt aus Business Central selber. Dahinter steckt ein sogenannter Finanzbericht. Und Sie können hier diverse Berichte hinterlegen und sich durch diese Berichte auch durchklicken. Und genauso kann ich, wenn ich mit Power BI arbeite, das ist das Auswertungswerkzeug von Microsoft, mir auch diese Power BI Berichte hier im Business Central anzeigen lassen. Im ganz untersten Bereich der Maske hier ist der Berichtseingang und ich habe hier für mich festgelegt, dass ich einmal in der Woche eine sogenannte Debitoren-Top-10-Liste haben möchte und die könnte ich natürlich auch über das Menü aufrufen, aber man kann einem Mitarbeiter das Ganze auch zur Verfügung stellen, sodass der fertige Bericht im Rollencenter bereits hinterlegt wird. Schauen wir uns den Bericht an. Das ist ein Mix aus einer kleinen Tabelle, in der die Kunden absteigend dargestellt werden. Und im unteren Bereich sehen Sie die entsprechende Grafik dazu.
Gerade zu Beginn sind viele Dinge in Business Central noch unbekannt und deswegen ist die Hilfe ein gutes Werkzeug. Wenn Sie hier oben auf die Lupe gehen und beispielsweise nach Debitor suchen, dann bekommen Sie zum einen die Möglichkeit, direkt in die Tabelle mit Ihren Kunden zu springen oder auch die Hilfe nach Debitor zu durchsuchen. Gleiches passiert übrigens, wenn ich hier oben auf dieses Fragezeichen klicke. Und gleich das erste Suchergebnis zeigt uns, wie Sie einen neuen Debitor anlegen können. In diesem Artikel, der in Microsoft Learn hinterlegt ist, wird zum einen eine genaue Beschreibung gezeigt, wie ich Schritt für Schritt vorgehe, und zum anderen ist hier sogar ein Video enthalten. Das heißt, Sie sehen hier das genaue Kochrezept, wie Sie zu einem neuen Kunden kommen, mit den wichtigsten Informationen dazu und auch weiterführenden Hinweisen. Schauen wir uns die einzelnen Masken im Business Central genauer an und wählen dazu nochmal die Lupe, um etwas zu finden. Geben hier wieder Debitor ein und bekommen als allererstes die Liste der Kunden angezeigt, die aktuell im System hinterlegt sind. Ich bin hier in einer Demo-Datenbank, deswegen gibt es nicht so viele Kundensätze. Auf der linken Seite haben Sie zum einen die Liste, auf der rechten Seite gibt es sogenannte Infoboxen, wo Sie weitere Infos zu dem Kunden bekommen. Wir wechseln einfach mal den Kunden und Sie sehen, dass hier sowohl in den Kacheln als auch in der Kundenstatistik die Angaben wechseln. Springen wir zurück auf den ersten Kunden und sehen, dass bei der Navax GmbH aktuell 10 Angebote gestellt wurden. Diese Angebote erreichen Sie, indem Sie jeweils die Zahl anklicken. Und falls Sie sich jetzt wundern, warum die ersten Einträge rot sind, die sind vom Datum her bereits abgelaufen. Des Weiteren hat der Kunde 12 Aufträge hinterlegt. Es wurden bereits 21 Rechnungen geschrieben. Und wenn Sie weiter nach unten scrollen, können Sie hier den aktuellen Saldo des Kunden erkennen. Sie sehen, welcher Auftragsbestand da ist und welche Lieferungen bereits gebucht wurden, für die Sie noch keine Rechnungen geschrieben haben. Dann sehen Sie hier unten, wie viel Euro der Kunde bisher bezahlt hat und wann die letzte Zahlung bei Ihnen eingegangen ist. Sie sehen dann hier unten auch das Kreditlimit, welches Sie im Kundenstamm hinterlegt haben, und der gesamte Verkaufswert bei diesem Kunden. Aber schauen wir uns den Kunden etwas genauer an. Die Daten des Kunden sind in einzelne Register unterteilt und diese Register können Sie nach Belieben öffnen oder auch schließen. Auf der Überschrift werden immer die wichtigsten Informationen zu dem Kunden angezeigt. Also bei diesem Kunden beispielsweise die Lieferbedingungen. Hier sind die Incoterms hinterlegt und dieser Kunde hat Cost Insurance Freight als Lieferbedingung hinterlegt. Hier im Bereich der Zahlung hat der Kunde 7 Tage netto und auch diese Information ist sichtbar, wenn das Register geschlossen ist. Im Übrigen haben Sie selbst Einfluss darauf, welche Daten auf den geschlossenen Registern noch angezeigt werden. Ganz im unteren Bereich wird nochmal die Statistik wiederholt, die Sie auch eben schon rechts in der Infobox gesehen haben. Und es gibt hier einen Saldenrückblick und Sie sehen auch, dass ich in dieser Demo-Datenbank noch nicht so viele Daten erfasst habe. Wenn wir jetzt weiter nach oben gehen, haben Sie hier die allgemeinen Daten für den Kunden hinterlegt und wenn es dort irgendwo ein Feld gibt, von dem Sie jetzt nicht so genau wissen, wofür es da ist, können Sie mit der Maus auf dieses Feld drauf fahren und bekommen eine Hilfe angezeigt. Diese Hilfe ist mal kürzer, mal länger und kann auch nochmal mit weiterführenden Infos in der kompletten Microsoft-Hilfe, also im Microsoft Learn, angezeigt werden. Aus der Debitorenkarte heraus können Sie jederzeit auch weiter im System navigieren. Nehmen wir uns mal als Beispiel die Verkaufsaufträge. Die erreichen wir hier über diese Kacheln und wir sehen, dass der Kunde aktuell 13 Aufträge bei uns platziert hat.
Jetzt nehmen wir uns beispielsweise den zweiten hier und schauen uns genau an, was der Kunde bestellt hat und sehen, dass er hier ein Snowboard bestellt hat und dass zusätzlich nochmal Versand hinzukommt. Wenn wir jetzt weitere Informationen haben möchten, sehen wir die hier auf der rechten Seite und zwar nicht nur Informationen zum Kunden, sondern auch Informationen zum Artikel. Dafür wähle ich die passende Zeile aus und sehe dann, dass ich von hier aus entweder direkt in den Artikelstamm springen kann oder aber auch, dass von diesem Snowboard noch 998 Stück am Lager verfügbar sind, dass es also überhaupt kein Problem ist, den Kunden zu beliefern. Und ich sehe auch, dass es hier unten eine Preisvereinbarung gibt. Schauen wir mal, wie der Kunde aktuell eingestuft ist. Das Snowboard soll 2.629 Euro kosten. Und es gibt noch eine Preisvereinbarung für alle Kunden, dass ab einer Mindestmenge von 10 Stück der Preis auf 2.599 Euro runtergeht. Wenn Sie jetzt nähere Infos zum Artikel öffnen möchten, dann können Sie das immer über den Link erledigen, also entweder über diesen hier oder auch hier im unteren Bereich sehen Sie den Deckungsbeitrag für diesen Artikel und können dann direkt über den Klick auf die Artikelnummer in die Artikelkarte springen und bekommen weitere Infos. Das heißt, zum einen sehen wir hier auf der rechten Seite das aktuelle Bild zu dem Artikel. Wenn Sie weiter runter scrollen, sehen Sie den aktuellen Einstandspreis, auch nochmal den Lagerbestand, den aktuellen Verkaufspreis laut Artikelkarte. Und wir sehen, dass dieser Artikel bei diesem Kreditor eingekauft wird und das vom Wiederbeschaffungsverfahren Los für Los eingetragen wurde. Das bedeutet, dass immer dann, wenn der Bestellvorschlag gestartet wird, also wenn Sie Ihre Disposition durchführen, das System schaut, wie viel von diesem Artikel nachbestellt werden müssen. Die Suche aus Business Central haben Sie schon kurz gesehen, hier oben über die Lupe. Aber Sie können auch noch weiter suchen. Also, wenn wir jetzt beispielsweise einen Kunden suchen, der Nabax heißt, können Sie hier in der Überschrift einfach den Suchbegriff eingeben. Oder wenn Sie nach einem Ort suchen, könnten Sie auch den Ort direkt eingeben. Das heißt, der Suchbegriff wird hier immer über alle Datensätze gehen und auch über diverse Spalten. Sie können aber auch nochmal direkt einen Filter benutzen. Dafür gibt es hier auf der rechten Seite das Filtersymbol. Und sollte es in dieser Übersicht bereits mehrere Filtermöglichkeiten geben, werden die hier angezeigt. Und ansonsten können Sie jederzeit einen eigenen Filter errichten. Ich möchte gerne die Kunden sehen, die einen offenen Saldo haben. Deswegen sagen wir jetzt hier, wir möchten gern das Feld Saldo nehmen und die Kunden größer 0 herausfiltern, speichern uns das ab. Und damit gibt es dann die Möglichkeit, hier oben in der Überschrift jederzeit zwischen allen Kunden oder zwischen den Kunden mit einem Saldo größer 0 zu filtern. Wenn Sie Filterbegriffe kombinieren wollen, zum Beispiel nur Kunden, die einen Saldo größer 0 haben und aus Österreich kommen, können Sie hier jederzeit auch andere Felder hinzufügen. Zum einen die Felder, die jetzt aktuell sichtbar sind. Sie können aber auch alle anderen Felder aus der Tabelle der Kunden benutzen. Das heißt, wir brauchen den Ländercode. Wenn Sie Daten im Business Central bearbeiten wollen, machen Sie das normalerweise in einer Karte. Das heißt, ich würde hier die Navax GmbH öffnen und die Daten bearbeiten. Möchte ich jetzt aber größere Mengen bearbeiten, ist es häufig einfacher, die Daten, also alle Datensätze an Excel zu senden und dort die Eintragung vorzunehmen. In meinem Beispiel möchte ich ganz gerne die Telefonnummern hier harmonisieren, weil die sehr unterschiedlich mit den Ländervorwahlen erfasst worden sind. Dafür gehen Sie hier in diesen Bereich und
übertragen die Daten an Excel und zwar das Ganze im Bearbeitungsmodus. Ich habe das schon mal gemacht, deswegen sagt der Assistent mir hier, dass die Datei bereits vorhanden ist und ich habe gesagt, die Datei soll überschrieben werden. Jetzt wird im Hintergrund noch über den Connector zugegriffen. Es werden meine Sicherheitsdaten abgefragt. Das heißt, ich bin hier als Benutzer angemeldet und mit den Zugangsdaten darf ich auch in Excel zugreifen. So, jetzt stehen wir hier auch schon an der passenden Stelle mit der Telefonnummer und schnappen uns als erstes mal diese Telefonnummer und nehmen die 0 hier raus. Dann bei der amerikanischen Nummer würde ich gerne ein Leerzeichen mit einfügen. Und bei der Navax Consulting GmbH in Wien fehlt komplett die Nummer. Die füge ich mir aus der Zwischenablage ein. Dann haben wir hier unten noch eine Telefonnummer mit einem Strich. Auch den würde ich gerne rausnehmen. So, das soll es fürs Erste reichen. Dann gehe ich hier rechts in die Leiste und wähle den Schalter Veröffentlichen. Jetzt werden die Informationen an Business Central zurückgeschrieben. Sie sehen das auch hier unten. Ich schließe die Maske und wir sehen hier nochmal die alten Daten und ich drücke dann die Taste F5, um die Daten zu aktualisieren. Die werden dann neu in die Maske gezogen und Sie sehen, dass Sie jetzt hier überall vernünftig die Ländervorwahl haben mit einem Leerschritt, dann die Vorwahl und dann die Durchwahl. In diesem Video haben Sie einen Überblick über Business Central erhalten. Sie haben das Rollencenter kennengelernt, die einzelnen Inhalte, die Sie darauf finden konnten. Sie haben einen kleinen Einblick in die Debitorenkarte bekommen mit den Möglichkeiten, auf Aufträge zu verzweigen und weitere Details anzuschauen. Sie haben gesehen, wie Sie die Hilfe bedienen können, wie Sie suchen und filtern können und wie Sie größere Datenmengen in Excel bearbeiten können.